Talk About It, der Hackerschool Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die uns durch ihren Weg in die digitale Zukunft begeistern. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hackerschool Podcast Talk About It, die Wege in die IT. Und heute für mich eine ganz besondere Folge, weil ich mit jemandem sprechen darf, mit dem ich nicht nur eine enge Freundschaft verbindet, sondern unzählige Telefonate, Texte etc. Es ist meine Freundin und Co-Autorin Karin Funk. Herzlich willkommen. Hallihallo, Julia. Ich wollte ja jetzt ganz standardmäßig anfangen mit, was machst du so beruflich, mal für Nicht-ITlerinnen erklärt. Ist in deinem Zusammenhang ein bisschen drollig, aber wir machen es trotzdem. Also, was machst du so? Das ist eine sehr gute Frage, denn im Moment weiß ich das selber nicht so genau, denn ich erfinde mich gerade neu. Und zwar, ich bin Mitte 50 jung und habe gerade meinen Job als IT-Fachjournalistin an den Nagel gehängt, zumindest als Festangestellte. Ich war 25 Jahre lang Redakteurin bei der Computerwoche und CIO Magazin und habe dort also über alles, was in der IT los ist, geschrieben, über Menschen, über Technik, habe verschiedene Events auch organisiert, CIOs in ihrem Leben begleitet und habe mich sehr stark für Frauen in der IT engagiert, darüber geschrieben und auch Veranstaltungen gemacht. Und das habe ich jetzt aufgehört, zumindest fest angestellt zu tun, und das mache ich jetzt aber freiberuflich weiter. Ich habe dich ja auch in dieser Rolle kennen und lieben gelernt. Du sagtest mal, du machst Alltagslyrik. Was fasziniert dich an der Alltagslyrik von CIOs und von dem IT-Bereich so sehr? Ja, Alltagslyrik, genau. Vielleicht, was mich daran interessiert, ist, komplexe und komplizierte Inhalte für alle verständlich zu machen. Und deshalb Alltagslyrik. Also nicht geschroben und verschnörkelt und kompliziert schreiben oder sich hinter verschiedenen Fremdwörtern und Fachausdrücken nur verstecken, sondern die auch erklären und so, dass es jeder verstehen kann. Das ist das, was mich interessiert. Und warum IT, fragst du vielleicht? Also IT bin ich eher zufällig dazugekommen, gelandet. Ich habe ja in meinem früheren Leben mal Fremdsprachen studiert und wollte eigentlich wollte an der Uni bleiben, promovieren, habe das Ganze aber ziemlich langweilig gefunden und elfenbeinturmmäßig und habe mir gedacht, jetzt gehe ich mal raus ins richtige Leben und guck mal, was da so passiert, und habe eine Weiterbildung gemacht, lustigerweise an der Universität der Bundeswehr in München. Weiß gar nicht, wie ich dir das mal erzählt habe, aber ich habe da mit lauter Bundeswehroffizieren, die nach ihrer Zeitverpflichtung wieder in die freie Wildbahn entlassen werden sollten. Die wurden dann quasi fit gemacht für das Leben nach der Bundeswehr. Und da hat sich die Uni in Neubiberg was Cooles einfallen lassen. Das nannte sich das International Management Program. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Das war im Grunde eine MBA-Ausbildung für ganz Schnelle. Also, weil ich hatte dann keinen Bock, noch mal 2 Jahre dran zu hängen nach meinem Magister in Anglistik, Romanistik und Germanistik. Und habe halt diesen Mogel-MBA gemacht. Und den gab es eben an der Universität der Bundeswehr in München. Und da bin ich nach unter anderem auch in die USA, weil wir dort ein Praktikum gemacht haben. Und es gab auch Kurse an der George Washington University in Washington DC. Und da bin ich mit IT in Kontakt gekommen. Weil ich habe beim Dachverband der amerikanischen IT-Industrie ein Praktikum gemacht. Und so landete ich in der IT. Bin dann zurückgekommen nach Deutschland und habe gedacht, okay, ich habe das da in der Kommunikationsabteilung gemacht. Jetzt lernst du mal ein bisschen was noch, ja, fundamental über PR, und bin in eine PR-Agentur gegangen für IT-Unternehmen. Und das hat mir aber nicht gefallen, so den Unternehmen nach dem Mund zu schreiben, sondern mich hat das Investigative und das Kritische Schreiben interessiert. Also habe ich dann den Quereinstieg in den Journalismus gemacht und bin zur Computerwoche gegangen. Also doppelter Quereinstieg, Quereinstieg in die IT und Quereinstieg in den Journalismus. Und super spannend. Also ich kenne kaum eine Person, die stärker in diesem Bereich vernetzt ist als du. Insbesondere, glaube ich, kann man sagen, dass du alle Female CIOs Deutschland und was weiß ich, wahrscheinlich Dach kennst oder ähnliches.
Was begeistert dich an diesen unglaublich tollen Role Models, die du ja auch teilweise richtig gut und richtig eng und über einen längeren Zeitraum kennst? Was begeistert dich an diesen Führungsfrauen in der IT? Ja, was begeistert mich an den Führungsfrauen? Ich glaube, mich begeistert an den Führungsfrauen das Gleiche, was mich auch an den Führungsmännern begeistert. Also zum einen finde ich, muss jetzt mal wirklich eine Lanze brechen für die IT-Branche. Ich finde, es gibt ganz tolle, fantastische, liebe, kluge und feine Menschen in der IT. Und es gibt eine riesengroße Bandbreite. Ich sage immer gerne, in der IT ist für jeden Platz. Du kannst ein bisschen schräg sein, du kannst introvertiert sein, du kannst extrovertiert sein. Du kannst Mann, du kannst Frau sein, es ist egal, wer du bist, in der IT ist für jeden Platz. Und ich glaube, ITler haben auch so ein großes Herz. Zu mir hat auch mal ein CIO gesagt, Frau Funk, wissen Sie, ich bin ja jemand, der sich für Inhalte interessiert. Und das hat mich damals ziemlich gerissen, weil ich bin ja auch jemand, der mit Inhalten arbeitet, weil ich bin Content getrieben, dadurch, dass ich schreibe, mich interessiert das, spannende Inhalte ja zu kreieren oder über spannende Themen zu schreiben. Und ich hätte nie gedacht, dass das ITler für sich so auch sagen würden. Aber das ist vielleicht auch die Schnittmenge, eine der Schnittmengen, die wir haben. Denn IT beschäftigt sich ganz viel mit Inhalten. Und deshalb sind die Menschen darin auch so spannend. Und jetzt hast du mich natürlich anfangs zu den Frauen gesagt. Natürlich interessieren mich die Frauen ganz besonders. Vor allen Dingen, weil ich finde, wir haben noch viel zu wenig Frauen in der IT. Da müssen unbedingt mehr rein. Und ich finde, die Frauen, die es geschafft haben und die da gerade massiv mitgestalten, da gibt es eine ganze Menge. Viele davon sind noch nicht so sichtbar, aber die, die sichtbar sind und auch zunehmend sichtbar werden, und ich helfe ihnen gerne dabei, sichtbarer zu werden, weil ich ihre Geschichten eben in den letzten Jahren erzählt habe und auch jetzt noch weiter erzähle, auch als freie Journalistin, dass das anderen Frauen Mut macht, in die IT zu gehen oder sich vielleicht auch in Bereiche zu trauen, die die Frau noch nicht auf dem Schirm hatte oder die man auch als Mädchen nicht so auf dem Schirm hat. Und die Frauen, die sich da reingetraut haben und die da jetzt Großes reißen, die sind für mich einfach ganz wunderbare Vorbilder, sind tolle Menschen, die viel zu berichten haben, die viel weitergeben können, auch wie sie es geschafft haben und warum es so spannend ist, in die IT zu gehen. Du bist ja auch eine tolle Unterstützerin von den IT-Girls von Laura und Lena John. Eine von den beiden hatte mal gesagt, IT ist das neue BWL. Warum ist das für dich so wichtig, dass auch so früh einen Zugang zu diesem neuen BWL, also eben zur IT, angeboten wird? Ja, da hat, ich weiß auch nicht, wer es war, ob Lena oder Laura, wahrscheinlich sagen sie es auch beide, da haben sie total recht. Ich glaube, wenn man IT-Skills hat, kann man alles machen. So ein bisschen, wie man das ja früher über BWL gesagt hat, du machst BWL und dann findest du auf jeden Fall hinterher einen Job. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit IT. Du kannst es sogar nur ausschließlich IT machen, dann findest du sicher einen Job, weil wir wissen alle, wie es aussieht. Die Unternehmen suchen händeringend Fachkräftemangel etc. Ich glaube aber auch, dass ein Grundwissen an IT heute wichtig ist, um künftig die Welt mitzugestalten, um heute schon zu gestalten, aber auch künftig zu gestalten. Und das wird immer wichtiger werden. Und egal, was du tust, ob du in die Hardcore-Informatik gehst oder ob du vielleicht einen kreativen Job machst, zum Beispiel mein ältester Sohn, der studiert Kommunikationsdesign. Das ist sowas Ähnliches wie Grafikdesign, aber noch auf ganz vielen anderen Ebenen. Der muss sich auch mit Bewegtbild, der muss sich mit User-Interface-Design beschäftigen und so weiter. Da sind andere Dinge mit dabei, die auch einfach digitale Skills erfordern oder digitale Bildbearbeitung. Ja, da sind viele Dinge mit dabei. Und so glaube ich, dass egal in welchem Job du heute unterwegs bist, du ohne IT Skills, digitale Skills nicht weiterkommst. Die werden dir helfen und letztendlich in der Verlängerung. Unsere ganze Welt wird digitaler und wir haben das Thema KI ganz stark bei uns inzwischen. Wer sich nicht rudimentär zumindest auskennt, wird nicht mitgestalten können. Ja, und ich glaube, dass das hat was mit digitaler Teilhabe zu tun. Das ist ganz wichtig und je früher wir damit anfangen und je früher wir auch Kindern den Zugang dazu vermitteln, desto besser ist es für alle. Und dann weiß ich, das ist auch eine Sache, die
Ich unterstütze, was ihr von der Hackerschool sagt. Jedes Kind sollte einmal programmiert haben, bevor es sich für einen Job entscheidet. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Woher du dieses Zitat nur kennst. Nehmen wir diese Brücke. Ich frage dich zu KI nochmal später. Wir haben ja eine ganz, ganz, ganz intensive Vergangenheit im letzten Jahr gehabt, wo wir genau über diesen Wunsch, warum das so früh wichtig ist und warum jedes Kind wirklich mal programmiert haben sollte und auch welche Rolle die Unternehmen dabei spielen. Was hat dich eigentlich geritten, mit mir zusammen dieses Buch zu schreiben, du wunderbare Frau? Ja, was hat mich geritten? Also erstens, du hast mich gefragt. Das fand ich immer ganz großartig. Ich glaube, ich hatte es dir auch angeboten. Wenn du mal Tipps brauchst, melde dich. Und dann hast du dich gemeldet. Ich habe mich einfach irre gefreut. Und mir liegt das Thema Kinder befähigen, Kinder ja empowern, einfach wahnsinnig am Herzen. Also ich gebe auch privat Nachhilfe, ja, ich begleite eine syrische Familie bei uns im Dorf, ja, die ganze Familie eigentlich, aber ich gebe da auch Nachhilfe. Es ist eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Ich habe selber Kinder. Ich finde es schön, Menschen wachsen zu sehen. Und was kann man denn Schöneres tun, als der Hackerschool zu helfen und ein Buch zu schreiben auch noch? Ich meine, jeder Journalist will sowieso ein Buch schreiben. Also du hast jetzt eigentlich dazu verholfen, den Traum jetzt wirklich werden zu lassen. Das, was ich im Grunde seit 30 Jahren plane, irgendwann schreibe ich dann mal ein Buch. Habe ich gern. Genau. Und dann eben noch für einen guten Zweck und über so ein tolles Thema. Und weil du das zu den Unternehmen angesprochen hast, da war ich ja stärker drin in dem Teil, wo wir über die Unternehmen geschrieben haben, wie die sich engagieren, was sie tun können, wie sie die Programme bei sich im Unternehmen verankern können, wie kriegen wir das hin, ne? Wie kriegen wir den Betriebsrat auf unsere Seite, wie kriegen wir HR auf unsere Seite, wie kommen wir an Inspira ran, wie organisieren wir das? Das war natürlich für mich, ein Heimvorteil oder Steilvorlage. Ich schreibe seit über 25 Jahren über Unternehmen in der IT. Da habe ich mich natürlich total zu Hause gefühlt. Und ich glaube, in der Kombination, wir waren ja auch ein totales, hat sich ja total super ergänzt, ja, mit wie wir zusammengearbeitet haben. Zwar zu crazy Zeiten, war ja alles berufsbegleitend bei dir und bei mir und zu Nachtzeiten und weiß nicht, während des Urlaubs. Also, und es war vielleicht gut, dass wir vorher nicht wussten, wie viel Arbeit das Ganze ist. Ja, vielleicht schon. Ich habe vorhin schon gesagt, wir brauchen nicht mehr zu heiraten, wir haben ein Buch zusammengeschrieben. Also von daher erleichternd für unsere Männer. Übrigens sehr amüsant, dass unsere gegenseitigen Widmungen sich genau auf diese Punkte bezogen haben. Ich glaube tatsächlich ist es bei ganz vielen Sachen so, wenn du vorher tatsächlich weißt, was für ein Aufwand das ist, dann bist du ja tatsächlich vielleicht doch reiner Selbstschutz ein bisschen zurückhaltender. Wobei ich glaube, dieser Grundgedanke, es einfach zu machen und zu gestalten, das ist ja auch einer von denjenigen, der dich an der IT insgesamt, so wie ich das verstanden habe, immer fasziniert hat. Weil das ist ja wirklich eine unglaubliche gestaltende Komponente, die wir, glaube ich, auch im Buch ganz gut rausarbeiten konnten. Ja, finde ich auch. Also ich sage immer so IT, also IT um des Selbstzwecks willen, ja, das hat mich vielleicht nicht interessiert, außer vielleicht Coding, weil das ist manchmal so ein bisschen tatsächlich von der Syntax her nah dran an Sprachwissenschaften und das habe ich ja auch mal studiert. Ja, oder auch, wenn ich zurückdenke an meine frühen Zeiten als Online-Redakteurin, ich habe ja als Online-Redakteurin angefangen, wir hatten noch keine schöne Graphical User Interface. Ja, wir haben in HTML-Codes unsere Texte geschrieben. Und wenn du irgendwelche Formatierungen machen wolltest, dann musstest du da halt diese Codes eingeben. Alles super, finde ich klasse. Aber ich finde schön an der IT, dass du damit gestalten kannst. IT, die unterstützen kann. Und vielleicht zum Thema, vielleicht nochmal zurück zu dem Thema, wie kriegen wir mehr Frauen in die IT? Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, die Frauen zu zeigen, die schon in der IT sind, einfach Menschen zum Anfassen. Ich glaube, das ist für Menschen begeistern Menschen. Ja, also das den Kindern näher zu bringen und zum anderen Frauen tatsächlich auch zu zeigen noch mehr, was du mit IT bewirken kannst, wo IT unterstützen kann und zwar nicht irgendwie abstrakt, sondern konkret. Und interessanterweise hätte ich da jetzt ein ganz cooles Beispiel, allerdings von einem männlichen CIO, der nämlich versucht hat, auch mehr Mitarbeitende in die IT zu bekommen, also sowohl Männer als auch Frauen.
und haben sich natürlich schwer getan. Er ist hier Ober im Krankenhaus beim Klinikum Stuttgart und hat selber aus der IT heraus eine Kampagne gestartet. Und zwar hat er sich mit seinem Team zusammen einen tollen Spruch einfallen lassen, der heißt, wir machen IT, die Leben rettet. So. Oh. Und das ist echt Gänsehaut. Ja, also wenn du das hörst, dann weißt du, okay, geil. Du machst die IT nicht nur, weil das irgendwie cool ist mit Codes, sondern da ist ein Sinn dahinter. Du machst das, damit du Menschen helfen kannst. Und der heißt übrigens Sascha Lüthert, ein ganz toller CIO. Und das ist so eine erfolgreiche Kampagne, dass die Leute, also erstens hat das tatsächlich einen positiven Effekt gehabt. Und es gibt schon die ein oder andere Firma, die gemeint hat, oh, könnt ihr uns nicht vielleicht den Slogan verkaufen, finden wir echt gut. Also das hat echt eingeschlagen. Und sowas finde ich toll. Also das begeistert mich an IT. Also IT als Befähigung oder als Booster, als Unterstützungshilfsmittel, um Gutes zu tun oder tolle Sachen zu erreichen. Und das kann ja in jeder Hinsicht unterstützend sein, egal was man machen will. Du hattest doch mal gesagt, dass als wir das Buch zusammengeschrieben haben, du noch mal ganz andere Einblicke bekommen hast, was eigentlich so dieses Corporate Volunteering oder dieses wirklich skalierende Corporate Volunteering wirklich für Unternehmen bedeutet. Was war denn so für dich das Highlight? Was war so die Geschichte, die dich eben halt aus dieser ganzen Hackerschool-Welt, die dich am meisten begeistert hat? Ha. Also da gibt's ganz, ganz viel. Was mich, glaube ich, nachhaltig am meisten begeistert hat, ist die Inspirer, die ja aus den Unternehmen kommen, die Mitarbeitenden, die dann an die Schulen gehen, um diese Coding-Kurse zu geben. Ihr vermittelt die ja, ne? Und die Unterrichtenden kommen aus den Unternehmen. Und die Erfahrungen, die dann geschildert haben mit den Kindern. Und da kommt mir immer wieder die Geschichte von Lea Wehe in den Sinn. Sie hat jetzt geheiratet. Sie heißt jetzt, glaube ich, Wellinger. Auf jeden Fall von der Deutschen Bahn. Ist ja im Buch drin, die Geschichte, die bei einem Coding-Event zwei Mädchen ganz stark Selbstbewusstsein mitgeben konnten. Die beiden haben nämlich Lese-Rechtschreibschwäche gehabt und haben gesagt, sie können doch eigentlich gar nicht coden, und weil sie hätten das. Und die Lea hat dann geantwortet, nein, wieso? Hatte sie auch. Und dann wurde sie eben angeguckt, ja, und wie? Und du hast trotzdem studiert, ja, sie konnte trotzdem studieren. Und also den Kindern einfach klarzumachen, ja, man kommt vielleicht mit bestimmten Einschränkungen oder jeder hat bestimmte Einschränkungen, aber man kann die überwinden und man kann trotzdem etwas aus sich machen, man kann trotzdem programmieren, man kann trotzdem studieren, man kann trotzdem einen Beruf lernen, und die sind einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rausgegangen. Und das hat mich so beeindruckt, auch die Erkenntnis, die Lea dann wieder hatte. Also die Inspirer nehmen ja auch was mit, und das ist so ein Rundum-Paket des gegenseitigen Gebens und miteinander Lernens und sich und Zurückgebens, ja, und jeder nimmt was Positives mit. Und ob das jetzt auf der Inspirer-Ebene ist oder ob das auf der C-Level-Ebene ist von den Entscheidern im Unternehmen, die das dann genehmigen, da gibt es auch viele Geschichten im Buch, also das muss man dann einfach lesen. Muss man einfach lesen. Guter Hinweis, wie immer bei dir. Ich finde ja, dass diese persönliche Interaktion so wahnsinnig viel ermöglicht. Ich hatte gesagt, ich wollte dich gerne noch eine Sache zu KI fragen, beziehungsweise wie deine Einschätzung da ist. Ich höre ja immer mal wieder an, hey, jetzt kann ChatGPT ja sogar programmieren, schreiben kann er ja auch ganz gut. Wofür braucht's denn sowas noch, wie dass Menschen programmieren können oder sich vielleicht auch damit auseinandersetzen, wie man tolle Texte schreibt? Also zum Thema Texte habe ich nach unserer Zusammenarbeit mit dir und mir überhaupt gar keine Fragen mehr. Ich glaube, wir hätten jede Maschine einzeln fertig gemacht. Aber was ist so deine Einschätzung? KI als eine Assistenzfunktion, KI als ein besonderer Teil des Lebens, aber müssen Kinder jetzt überhaupt noch coden lernen? Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch Menschen, die coden können, weil ich sage immer gerne, die KI, ja, ist ein Hilfsmittel. Ich vergleiche es immer gerne mit einer Bohrmaschine. Die KI ist eine Bohrmaschine, aber irgendwer muss die Bohrmaschine ja halten. Ja, ich kann ja nicht die KI sich selbst überlassen. So. Klar, kann man machen, aber dann gucken, was draus wird. Und deshalb das Thema Programmieren. Wer kontrolliert denn die KI?
Also wir brauchen schon noch Menschen, die wissen, was dahinter steht und die sich auch mit ethischen Gesichtspunkten, und das ist übrigens einer der wichtigsten Punkte dabei, sich tatsächlich damit beschäftigen. Und da bin ich auch ganz stark an meinem Selbstverständnis als Journalistin dran. Ich finde, wir müssen immer noch in der Lage sein, kritisch zu hinterfragen. Also wir dürfen neugierig sein, ja, als Journalist, ich bin neugierig. Ja, das ist die Grundvoraussetzung für Journalisten. Und dann ist es aber ein kritisches Hinterfragen und Recherchieren. Und dafür brauchen wir die Skills, gerade bei der KI auch, dass man das Programmieren schon noch auch kann. Ja, die KI kann einem viel abnehmen und die kann einem viel Routine abnehmen. Aber eine KI wird nicht kreativ sein, eine KI hat keine Empathie, eine KI kann nicht unbedingt in jeder Situation was einordnen, es sei denn, die hat die Situation vorher schon mal gesehen, aber wenn was Neues kommt, weiß die KI erstmal nicht, was sie machen soll. All diese Dinge, ja, ganz wichtig. Und ich finde, man braucht diese Skills nach wie vor, und Programmieren fördert auch ein Hinterfragen, ein kritisches Nachdenken, ein logisches Denken. Es ist auch, du brauchst Kreativität und so weiter. Also insofern, ja, wir brauchen das unbedingt noch, aber wir können die KI, sage ich mal, die langweiligen Sachen machen lassen. Und in Bezug auf Schreiben, ja, wir haben es ja auch versucht, mit der KI uns Sachen abnehmen zu lassen. Vielleicht für alle, die zuhören, die KI kann vielleicht ganz gut ein paar Sachen zusammenfassen, aber die KI schreibt einem kein Buch. Ja, und das macht auch keinen Spaß, das zu lesen, weil dann ist es irgendwie ein dröger, langweiliger Text und da fehlt das Persönliche, da fehlt die Einordnung, da fehlt das Atmosphärische, was man vielleicht auch mal, was Humorvolles, was man vermitteln will. Und vor allen Dingen, immer wenn man noch über Menschen schreibt, muss unbedingt ein Mensch drüber gucken, weil das würde ich keiner KI in die Hände geben. Zumindest nicht als Journalistin, und ich bin ja Fachjournalistin. Du bist Fachjournalistin und du bist ein wundervoller Mensch. Ich feiere jede Minute, auch wenn wir zwischendurch gedacht haben, hätten wir vorher gewusst. Aber wir haben es Gott sei Dank nicht. Ich habe es unglaublich genossen, mit dir diese Erfahrung zu machen, besonders jetzt, wo es vorbei ist. War es eine sehr, sehr geile Zeit. Und das kritische Hinterfragen und wirklich das Dinge zusammendenken. Also ich danke dir nicht nur jetzt für die 20 Minuten, sondern einfach für das wundervolle letzte Jahr, mit dir dieses Buch schreiben zu dürfen und so viel von dir zu lernen. Das war der Hammer. Tausend Dank für deine Gedanken. Ich habe es wieder gefeiert. Ja, vielen Dank, Julia, auch an dich. Also für den heißen Ritt. Es war wirklich ein heißer Ritt. Es war ein toller Ritt. Ich möchte ihn nicht missen. Wir haben so viele, ja, Höhen und Tiefen haben wir ja auch durch, aber wir haben uns immer gegenseitig so gepusht und wieder, wenn die eine fertig war, hat die andere wieder einen aufgebaut, und das war eigentlich war wirklich großartig. Also es ist eigentlich die Manifestation unserer Freundschaft, dieses Buch. Das kann uns jetzt niemand mehr nehmen, und ich danke dir, und du hast mein Leben auf jeden Fall bereichert, und ich bin sehr glücklich, dass das Universum uns zusammengebracht hat. Das nehmen wir so. Und jetzt müssen wir noch alle das Buch lesen und dann ist gut. Absolut. Danke für deine Zeit. Na, haben wir eure Neugier geweckt? Dann erzählt von uns. Schickt Kindern unsere Kurse. Guckt auf unserer Website vorbei. Wir haben immer spannende Angebote. Der Link ist in den Shownotes. Wir freuen uns riesig, wenn wir mit euch die Welt etwas verbessern können. Das war ein Interview von der Hacker School. Bis zum nächsten Mal. Eure Julia.